Hallo und willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind auf dem Weg zu Nuka-Cola und weil ich die letzte Folge so schnell beendet habe, habe ich mir gedacht, ich werde sie auch so schnell beginnen. Das ist doch super, nicht wahr? Ich könnte auch quasi die ganze Zeit so schnell reden, aber das Problem ist, irgendwann weiß mein Gehirn nicht mehr, was es sagen soll und dann kommt aus meinem Mund nur Kacke. Also quasi wie sonst auch, aber das dann in schnell. Das ist dann alles nicht so toll und dann rede ich wieder langsamer, weil das ist irgendwie angenehmer. Aber wenn ich langsamer rede, rede ich auch leise und hier ruckelt's. Naja. What? What? What happened? Huh? Oh, my lord. No problem. Hätte der mal noch ein paar Minuten... Er? Sie? Es? Keine Ahnung. Einfach noch warten. Ich hätte dich retten können. Oh, der hat einen... Na? Ein kleiner Fan? Hm? Hat ihm leider nichts gebracht. Naja. Pech gehabt. Nicht wahr? So, wir haben noch mehr zu essen. Dann. Noch ein bisschen zu essen bekommen. Wie viel können wir denn maximal haben? 425. Okay. So, das Nuka-Cola-Werk. Wir haben es erreicht. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg hineinfinden. Und dann wird alles gut. Oh, Moment, da ist ein Automat in diesem Automaten. Da werden doch wohl Nuka-Cola-Flaschen drin sein. Ich wäre empört, wenn es nicht so wäre. Jawohl. Puh, sehr schön. Bedeutet zweierlei. Zum einen bedeutet das ein bisschen mehr TP. Zum anderen bedeutet das natürlich wieder 3 Kronkorken für uns. Und da ist noch eine Nuka-Cola. Oh, yeah. Bedeutet, eine Nuka-Cola zum Trinken, mehr TP und mehr Kronkorken für uns. Hier ist nichts drin, also drauf geschießen. Also würde ich sagen, auf ins Nuka-Cola-Werk. Oh, die Produktion ist hart im Gange, wie ich das hier so sehe. Warum soll ich hier wieder rausgehen? Moment. Was sind meine Aufgaben? Moment. Optional. Die Lieferverzeichnisse der Nuka-Cola Quantum bergen. Ach so, weil ich ihr welche bringen soll. Ja, richtig, richtig. Moment, die haben hier keine... Was? Die haben hier... Was? Keine Automaten stehen? Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Also, mehr als ein bisschen im Grunde. Protokoll KL. Moment, das kriegen wir hin. Impulsmine. Hier, Schlampe. Und warte, hier, Schlampe. Und jetzt komm her, Schlampe. Bang! Schon tot. Effektiver als mein Gauss-Gewehr. So viel sei gesagt. Okay. Schnell an das Terminal, aber es ist nur Forschung. Firmenankündigung. Die Nuka-Cola Corporation freut sich, sämtlichen Mitarbeitern mitteilen zu können. Dass die ersten Lieferungen der neuen Nuka-Cola Quantum auf dem Weg zum Vertrieb in der Gegend um Washington DC sind. Dieses Vorzeigeprogramm für den Testmarkt stellt den Höhepunkt dreijähriger Forschungsbemühungen dar, um den erfrischenden Quantum-Geschmack auf den Markt zu bringen. Wir beglückwünschen sämtliche Mitarbeiter zu einer herausragenden Leistung. Quantum-Forschungsbericht. Nee, wir lesen erstmal das und dann nach oben. Ich glaube, das baut aufeinander auf. Wichtige Mitteilung für sämtliche Mitarbeiter der Nuka-Cola Corporation. Wir sind stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass die FNI für Nuka-Cola Clear abgeschlossen ist. Mit nur geringfügigen Lebenseinbußen konnten wir das Aussehen von Nuka-Cola verändern und denselben tollen Geschmack beibehalten. Was bedeutet Lebenseinbußen? Tod? Könnte sein. Wenn sie geringfügig sind, nicht schlimm. In Kürze wird Marketing, das Flaschendesign und die Marketingstrategie erarbeitet. Die gesamte Forschungsabteilung erdankt Ihnen für Ihre Unterstützung. Isotop CE770 hat sich als fataler Fehlschlag entpuppt. Alle Testpersonen haben schwerwiegende
Organversagen erlitten und sind innerhalb von 3 Tagen nach Ingestion gestorben. Wir empfehlen, die Container A32 in den Produktionsräumen sofort zu vernichten und auf Isotop CE772 umzuschlagen. Bitte senden Sie das übliche Nuka-Beileid-Obst- und Käsepaket an die Familien der Testgruppenmitglieder. Finde ich aber gut, dass die Obst und Käse reinpacken. Finde ich gut. Isotop CE772 hat sich für die erste Testgruppe als zu schädlich erwiesen. Lutscher. Die nun aufgrund ihres Widerstandes unser Programm fortzuführen, aufgelöst werden muss. In dieser Gruppe kam es zu 4 Todesfällen, 12 schwerwiegenden Organversagen und 32 internen Strahlungsverbrennungen. Für die gegebene Testgruppe ist diese Zahl der Nebenwirkungen inakzeptabel. Wir empfehlen daher auf ein anderes Isotop wie CE774 oder UR993 umzusteigen. Ich vermute, UR steht für Uran. Ja gut, kann man machen. Die Versuchspersonen des Nuka-Cola-Quantum-Programms sprechen auf den veränderten Geschmack und das neue Isotop gut an. Bisher sind in dieser Testgruppe nur die folgenden Nebenwirkungen aufgetreten. Bei 3 Versuchspersonen Schwindelanfälle und bei je einer Versuchsperson Übelkeit bzw. Beeinträchtigung des Sehvermögens. Blindheit ist ja auch nicht so schlimm. Sehen wird überbewertet. Wir halten dies bei 50 Versuchspersonen für eine akzeptable Anzahl und erteilen... Moment... für die Produktion dieses Produktes unsere Genehmigung. Okay. Die ist leider leer. Hier ist noch ein Computer. Was ist hier drauf? Okay, das ist das gleiche. Müssen wir nicht nochmal lesen. Alles klar. Oh shit. Verwaltung, bitte alle Eindringlinge eliminieren. Boah, mir fällt gerade auf, die haben sich hier, glaube ich, ein bisschen an Doctor Who orientiert mit dem. Eliminieren. Eliminieren. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die Dalek, genau. Ja, ich krieg den jetzt so nicht tot, aber der kommt ja eh hoch. Hallo, kleiner Wonneprop. Moment, was haben wir hier? Noch ein Forschungsterminal, da steht wahrscheinlich genau der gleiche Scheiß drin. Boah, überall der gleiche Scheiß, doch kacke. Erfordert einen Schlüssel? Ja, nee. Ist klar. So, gut. Der hat Energiezellen parat, das finde ich ja super. Hier ist leider soweit nix. Hier ist auch nix. Schade. Finde ich halt ein bisschen schade, dass hier so wenig ist. Naja. So, Energiezellen, Altmetallen, ja gut, das könnte man verkaufen, aber ne. Eindringling entdeckt. Protokoll erhältlich. Oh. Ne, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, du Drecksvieh. Oh shit, 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 shit. Ich muss jetzt kurz abwarten. Weh, du schaffst jetzt nicht. Ich dachte nämlich, der will mich verarschen. Weil manchmal hat man das ja, dass er zwar zielt oder versucht, aber er schießt dann nicht. Das ist dann ein bisschen scheiße. Aber gut, hier hat es geklappt. Wunderbar. Können wir noch ein bisschen Nuka-Lurk-Fleisch. Na, das hört sich doch super an. Wasser. Pfui. Weg. Die sind stark. Warum nicht denn stark anstreißen? Das kann gar nicht sein. Nee, das ist falsch, scheiße. Ah, okay, es reicht. Haben wir zum Glück immer ein bisschen Red Away am Start. Da können wir das natürlich wieder auf Null setzen. Mehr oder weniger. Habe ich jetzt nicht ganz auf Null gesetzt, weil, naja, mein Gott. Muss ja auch nicht sein. So, zack. Aufbewahrungs- und Mischfässer. Na, hier werden wir doch bestimmt irgendwas Interessantes finden. Ach du heilige Scheiße, ich will wieder, ich will zurück, ich will zurück, ich will zurück. Jetzt geh doch zurück, du Behinderte, kleiner. Ach du Scheiße, der ist hinter mir. Ach du heilige.
fuck. Ich, och, nö. Okay, warte kurz. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Splittermine habe ich noch. Leg. Wow. Nein, bitte nicht, tu es nicht, sei lieb, Impuls, komm, Gaussgewehr. Nein! Shit! Alarm, der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Bereit, ja, ohne Scheiß, die haben sich voll daran orientiert. Boah, ich muss den jetzt killen mit einem Schuss. Oh, das kann nicht dein Ernst sein, das kann nicht dein Ernst sein. Alter. Bin mir aber auch ein bisschen zu krass gerade. Das ist echt nervenaufreibend. Ich muss kurz zurück. Da schießt er gegen die Wand, ey, flippsch aus, ne? So, zweimal das. Mir geht's immer noch scheiße, aber besser als nur mit einem Strichlein da durch die Gegend zu laufen. Wir bleiben auch kurz hier oben. Hier ist nämlich noch so. Ah, hier haben wir einen Automaten. Und noch eine Nuka-Cola Quantum. Hier kann ich leider nicht ran. Ah, hier war sowas wie der Pausenraum, ne? Alles leer, ey. Ist doch kacke. So. Na gut, wir müssen immer noch versuchen. Kommen wir hier eigentlich durch oder brauchen wir hier für eine... Verschlossen sehr schwer. Oh. Scheiße. Komm schon. Nein. Nicht wackeln. Ach, halt die Schnauze. Okay. Wenn du das so willst, dann werde ich mal alle töten, die hier sind. Okay. Ganz schön brutal, aber na gut. Ah, die haben mich aber schön zerrissen hier. Gut. Hier werden wir wohl irgendwo auch das Protokoll finden. Vermute ich. Ja, hier komme ich runter, alles klar. Aber ich muss auf jeden Fall noch nach unten gehen. Weil ich glaube, das wird super. Da sind die Mischfässer, da muss das super werden. Ach verdammt. Ich hätte mich theoretisch muten können. Aber naja. Ja, ich bin dabei. Ich töte alle Eindringlinge. Alle, die ich hier finde. Hä? Wo ist denn der andere? Oh. Na, zum Glück können die nicht so gut schießen. Aber die sind alle leer. Warum sind die alle leer, ey? Seid doch mal voll. Also, hier wurde anscheinend das Ganze abgefüllt. Vermute ich. Ich hänge hier irgendwo fest. Vermute ich zumindest. Als habe ich den da hinten nicht ausgenommen. Ja, ist egal. Was ist hier? Ah, da ist ein Teil von ihm hingeflogen, wie scheint. Na gut. Haben wir irgendwas Cooles drin? Nö. Ne. Haben wir irgendwas Cooles? Nö. Ne. Haben wir irgendwas Cooles? Nö. 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 Nö, nö, nö. Dann geht's mal weiter. So, hier kann ich runter. Oder da kann ich hoch. Gebiet wird auf feindliche Einheiten abgesucht.
untersucht. Genau, mach das mal. Hä? Was ist denn hier? Ist hier eine Maulwurfsratte oder so? Könnte sein, ne? Ach, guck mal, das ist so ein Teil, okay. Mr. Gutsy. Also. Ach, der könnte hier drin. Ah, da unten ist er. Da unten ist er ja. Mhm. So, den haben wir schön zerlegt. Was haben wir hier? Oh. Sehr leicht. Na, sehr leicht. Hört sich doch gut an. Na, falsch. Ah, richtig. Läuft. Okay, was kann ich hier machen? Würde man... Firmenankündigung. Die Nuka-Cola Corporation freut sich, sämtliche Mitarbeiter mitzuteilen. Das hatten wir schon. Anleitung zur Verpackungsanlage. Willkommen auf der Bedienstation der Nuka-Cola Verpackungsanlage. Da Ihre Tätigkeit hier für den Versand von Nuka-Cola aus unserer Fabrik an die Öffentlichkeit entscheidend ist, bitten wir Sie, die nachfolgenden simplen Anweisungen zu lesen. Falls Sie Hilfe brauchen, rufen Sie bitte 347 an und fragen nach Ihrem Abteilungsleiter. Erstens, wählen Sie über das Verpackungsterminal das Inventar, das Sie in die Sortiereinheit laden möchten. Zweitens, wählen Sie Verpackungsanlage aktivieren. Drittens, überwachen Sie die Verpackungsanlage, indem Sie im Moment... Jetzt muss ich niesen. Drittens, überwachen Sie die Verpackungsanlage, indem Sie auf Geräusche wie mechanisches Quietschen, Explosion und oder menschliche Hilferufe achten. Okay. Viertens, im Notfall nicht in Panik geraten. Rufen Sie einfach 347 an und fragen Sie nach Ihrem Abteilungsleiter. Die Verpackungsanlage schaltet bei Fehlfunktion automatisch ab. Denken Sie daran, dass nur Sie den Inventarverlust verhindern können, indem Sie konzentriert und wachsam sind. Notiz zur Verpackungsanlage. Achtung an alle Mitarbeiter der Verpackungsanlage. Aufgrund eines Fehlers der Designabteilung sind die neuen Nuka-Cola Quantumflaschen etwas schwerer als die Nuka-Cola Standardflaschen. Demzufolge neigt die Verpackungsanlage zu Stauungen, die die Anlage möglicherweise beschädigen könnten. Bitte laden Sie bis auf weiteres keine Nuka-Cola Quantumflaschen mehr in die Sortiereinheiten. Bis eine Lösung gefunden wurde, werden alle Quantum-Testproben per Hand verpackt. Nuka-Cola in Sortiereinheit laden. Achso. Quantum in Sortiereinheit laden. Bereit. Yeah, bereit. Aktivieren. Warnung, Förderbandstau. Egal. Okay, jetzt reicht's. Ich hab was gehört. Ne, hier ist ja nichts drin, warum nicht daran? Aber wir haben ein paar Quantumflaschen. Da hat wohl irgendein Bub, ja, einfach ein paar Quantumflaschen hier reingepackt. Das ist ja unglaublich. Können wir das nochmal machen? Ich denke eher nicht, aber wir probieren es nochmal. Wäre nämlich cool, weil so können wir die auch ein bisschen sammeln. Das Blöde ist, ich krieg das Verzeichnis hier nicht her. Das ist ein bisschen... Achso, das geht jetzt nicht mehr. Schade. Ich glaube, einen Techniker werde ich jetzt ein bisschen schwer rankriegen. An Sonntagen arbeiten die nicht. Auch im Ödland ist nichts zu machen. Müssen wir locker 300 Jahre warten. Okay, na dann wollen wir mal gleich runtergehen. Da ist der mit der Mr. Gutsy. Hier geht es auch noch weiter. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr Nuka-Cola. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin der Fabrikvorarbeiter Milo. Schön, Sie kennenzulernen. Hi, Milo. Bitte teilen Sie mir Ihre Positionsbezeichnung und Registrierungsnummer mit, damit ich Sie in die Akten aufnehmen kann. What? Sprache 75 nur. Ich bin John Caleb Bradburton. Ich brauche keine ID. Mir gehört dieser Ort.
Der Name wird in meinem System ohne vorhandene oder ausgegebene Mitarbeiternummer verifiziert. Stimmstressmuster im normalen Bereich. Vorrangiges Leitprotokoll initiiert. Was kann ich an diesem wundervollen, produktiven Tag für Sie tun? Ich möchte etwas über die Nuka-Cola-Apfelwerk wissen. Das. Diese Anlage ist das beeindruckende Werk der kreativen Köpfe der Nuka-Cola Corporation. Wir verwenden die modernsten Maschinen, um das weltweit beliebteste Erfrischungsgetränk zu produzieren. 24 Stunden am Tag. Dieses Werk ist stolz darauf, dass seit 457 Tagen kein Angestellter mehr gestorben ist oder Gliedmaße verloren hat. Moment, vier... Was? Das ist nicht ein bisschen wenig? Dafür, dass hier wahrscheinlich schon seit ein paar hundert, also seit mindestens 100 Jahren oder so keiner mehr hier arbeitet? Na gut. Ich möchte etwas über Nuka-Cola Quantum wissen. Dieses Produkt ist der Gipfel des Genusses. 17 Fruchtgeschmäcker und der typische Cola-Geschmack verschmelzen zu einem perfekten Erfrischungsgetränk. Mit dem neuen Strontium-Zusatz liefert es außerdem den speziellen Kick, um nicht einzuschlafen. Es hört sich schon leicht eklig an. 17 Fruchtgeschmäcker und der Cola-Geschmack, na, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Diese Information ist im Versandcomputer-Terminal. Das Kennwort für das Terminal lautet NCC1864. Na, ah, sehr gut, jetzt wissen wir auch das Ding. Einen schönen und produktiven Tag wünsche ich. Na, aber das wünsche ich dir doch auch, ne? Milo, mein Freund. Moment, man hört mich gleich wieder ein bisschen besser. Nur keine Panik. So, das Ding müssen wir jetzt aber immer noch finden, ne? Sehe ich das richtig? Ich möchte es doch hoffen. Ich würde sagen, das Ganze machen wir in der nächsten Folge, denn sonst wird die hier wieder viel zu lang. Wie kann ich Ihnen dienen? Gar nicht, danke. Aber ich bedanke mich natürlich bei euch recht herzlich fürs Einschalten. Hier sind noch 5 Kronkorken drin, die nehmen wir natürlich mit. Und hoffen natürlich, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir das Geheimnis von Nuka-Cola Quantum wahrscheinlich nicht lüften, aber immerhin die Verzeichnisse finden. Und bis dahin, haut rein.